Und bei uns geht es jetzt um Kompost. Der März ist ja schon ein Monat, wo die Erde warm ist, wo man seinen Kompost einarbeiten kann, vorausgesetzt man hat Kompost. Und wer Kompost nicht hat, der nutzt vielleicht die Möglichkeit, Würmer für sich arbeiten zu lassen. Schauen Sie mal genau hin. Kompostwürmer, eigentlich nicht die Art von Haustier, die wir uns schon immer erträumt haben. Aber wir wollen ja durchstarten in diesem Gartenjahr und dafür brauchen wir sie, die fleißigen Komposter. Rückblick. Vor 2 Monaten sind die Würmer eingezogen in diese Plastikwannen, auch Wurmturm genannt. Auf eine Grundlage von Pappe, die Faserstoffe bietet und Feuchtigkeit aufsaugen soll, kommt ein Beutel mit 500 Würmern. Den Postweg haben sie gut überstanden. Jetzt sollen sie sich hier einleben und Wurmkompost herstellen, genauer gesagt Wurmkot. Der enthält 7-mal mehr Nährstoffe als Gartenerde und soll unseren Pflanzen Dampf machen. Nach 2 Tagen das erste Fressen. Am Anfang nur wenig, damit es nicht schimmelt, kleingeschnittene Abfälle von Obst und Gemüse. Dann noch die Kokosmatte drauf und jetzt heißt es abwarten, ob sich die Würmer gut einleben im Wurmturm. Der Anfang ist kritisch, vor allem die Nächte. Solange die Würmer sich nicht heimisch fühlen, neigen sie zur Flucht. Im Dunkeln finden sie jeden Spalt und kriechen auf Erkundungstour. Dummerweise ahnen sie nicht, dass der Küchenboden wurmfeindlich ist. Das Ergebnis: Wurmmumien. Wir finden sie auch später, immer dann, wenn etwas nicht passt. Zum Beispiel, weil es zu feucht ist. Seit ein paar Tagen fressen die Würmer nicht mehr. Fast alle haben sich in die Kokosmatte verzogen. Die Faustprobe zeigt, es ist zu viel Wasser im Substrat. Eigentlich durfte kein Tropfen herausrinnen. Auch die Wurmmitbewohner haben sich vermehrt. Plötzlich sind überall Milben, die die Feuchte lieben. Und weiße Enchytrienwürmer, die zeigen, dass es zu sauer ist. Jetzt heißt es gegensteuern. Erstaunlich aber, dass der Kompost trotzdem noch nach Waldboden riecht und wie gut der riecht. Ein Futterstopp und noch mehr Pappestücke sollen die Feuchtigkeit verringern und die Mineralmischung den pH-Wert erhöhen. Nach ein paar Tagen hat sich das Ökosystem neu eingeregelt. Die Würmer fressen wieder. Wenn die erste Plastikschale voll ist, geht es an die Komposternte. Jetzt müssen wir die Würmer in eine neue Schale locken. Dafür füllen wir ein bisschen Substrat in das neue Stockwerk und füttern ab jetzt nur noch dort. Irgendwann sollten alle Würmer nach oben gekrochen sein und wir können unten den Kompost ernten. Mal sehen, ob das klappt. Ganz so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben, ist die Wurmkompostierung nicht. Aber missen wollen wir sie auch nicht mehr. Unsere Würmer. Ja, faszinierende Bilder und so geht es in der Wurmkiste von Brigitte zu. Also hier sind auch Würmer überall drin. Brigitte, du hältst das Gärtnergold in der Hand. Kann ich das nutzen jetzt nach dem Pikieren schon für die ersten Gemüsejungpflanzen zum Beispiel? Nein, also das ist viel zu nährstoffreich und ich habe ja auch hier noch irgendwelche Tierchen auch drin. Ja. Also auf gar keinen Fall für junge Pflanzen, aber für ältere. Also ideal jetzt zum Beispiel noch, wenn man Obstgehölze pflanzt, ins Pflanzloch reingeben. Also das kann man unten reingeben. Dann sagt man so in etwa so 10 Liter auf 100 Liter Boden so mit reinmixen. Das ist ein wunderbarer Start für Obstgehölze. Okay, wo nutzt du es noch? Vor allem dann bei Starkzehrern im Gemüsebereich, aber dann, wenn die Pflanzen groß sind. Zum Beispiel, wenn ich dann ab Mai die Tomaten auspflanze, da kommt dieser Wurmhumus mit rein. Nun habe ich ja selbst im Garten meinetwegen mehrere Kompostecken, weil eine Menge anfällt. Mhm. Wozu brauche ich diese Kiste? Ist das wirklich so ein Wunderzeugs einfach für meine Pflanzen? Ja, also ich bin überzeugt davon. Es ist so, wenn du dir vorstellst, also das hier, was ich in der Hand halte, das ist komplett durch den Darm des Wurmes, des Regenwurmes durch. Also und diesem Mikrobiom in diesem Regenwurm, dem wird ja wirklich Sensationelles nachgesagt. Und tatsächlich ist das auch Pflanzenstärkungsmittel, also eine Vollwerternährung für unsere Pflanzen. Also ein richtiges Wunderzeug, also auch möglicherweise bald mal in Ihrer Küche oder in Ihrer Garage. Bei uns geht es jetzt weiter mit den Gartentipps.